Ja, es ist gerade deutlich geworden, die Euregio-Klinik in Nordhorn zählt aktuell, aber auch während der vergangenen Monate der Corona-Pandemie bereits in der ersten Infektionswelle zu den Krankenhäusern in Niedersachsen, wo die höchste Anzahl letztendlich an Covid-19-Patienten versorgt worden ist. Herr Landrat Fizek hat es gerade deutlich gemacht, alleine 100 Patienten, die entsprechend auch labordiagnostisch als Covid-19-Patienten eingestuft werden, darüber hinaus eine Vielzahl von Verdachtsfällen, rund 300. Aktuell ist die Situation so, dass auch die Euregio-Klinik derzeit wieder sehr hoch belegt ist. Wir haben derzeit eine Belegung auf der Normalstation von 24 Covid-19-Patienten und auf der Intensivstation eine Belegung von 7 intensivmedizinisch zu versorgenden Patienten. Wir befinden uns da derzeit noch nicht am Limit. Insofern auch die Aussage, die Lage ist nicht dramatisch, aber es muss deutlich gemacht werden, dass wir die weitere Entwicklung in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen schon mit einer gewissen Sorge sehen. Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Aspekte. Auf der einen Seite ist das der doch hohe Inzidenzwert hier in der Grafschaft Bentheim, im Landkreis Grafschaft Bentheim mit über 140 und der überproportional hohen Altersschicht der entsprechend Infizierten, woraus mitunter eben auch eine höhere stationäre Versorgungsbedarf resultiert. Und das andere, und das hat sich eigentlich aus den ersten Monaten der Corona-Pandemie und den Versorgungen einfach gezeigt, dass wir bei den Covid-19-Patienten eine überproportional hohe durchschnittliche Verweildauer haben. Das heißt, die Covid-19-Patienten sowohl im Bereich der Normalstation als auch im Bereich der intensivmedizinischen Versorgung bedürfen längere stationäre Versorgung. Und zieht man eins und eins zusammen, ist eigentlich klar, dass relativ schnell sich eine Belegung kumulativ aufbaut und dass wir sehr schnell eben auch an die nächsten Spitzen in der Kapazitäten kommen werden. Wie reagieren wir darauf? Auf der einen Seite haben wir, wie bei der ersten Infektionswelle auch, ein mehrstufiges Versorgungsmodell bereits derzeit etabliert. Wir befinden uns in der Stufe 2. Wo wir insgesamt auf der Intensivstation derzeit 11 Plätze vorhalten für intensivmedizinisch zu versorgende Patienten und auf der Normalstation 30 Plätze. Bei der eben deutlich gemachten Belegung von 24 Betten auf der Normalstation und zwischen 7 und 8, sage ich mal so, in den letzten Tagen im Bereich der Intensivstation wird deutlich, ja, wir sind noch nicht am Limit, aber nichtsdestotrotz müssen wir uns vorbereiten. Aus dem Grunde haben wir auch in den vergangenen Tagen sehr intensive Gespräche mit den umliegenden Krankenhäusern geführt, hier insbesondere mit den Kliniken im Landkreis Emsland. Dort sind diverse Krankenhäuser, Schwerpunktversorger, aber auch weitere Krankenhäuser. Und man kann das so zusammenfassen, in der Not hält man zusammen. Es war sehr schnell letztendlich die Bereitschaft erklärt worden, auch von den umliegenden Krankenhäusern, im Falle von Versorgungsspitzen letztendlich und Bedarf für Verlegungen, für Übernahme von Covid-19-Patienten zur Verfügung zu stehen. Natürlich im Rahmen der entsprechenden Kapazitäten. Derzeit sind auch im Emsland noch ausreichende Kapazitäten vorhanden. Und insofern ist eigentlich der Ansatz, wir poolen jetzt in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen unsere Belegungskapazitäten über die Euregio-Klinik hinaus, auch in den Landkreis Emsland und nehmen die dortigen Schwerpunktversorger und die Intensivkapazitäten mit in den Fokus. Dadurch sind wir deutlich letztendlich flexibler in der Belegung und können sicherlich auch die bisherige Versorgung deutlich weiter forcieren. Soweit zur derzeitigen Situation. Es ist nicht dramatisch, aber unser Ansatz ist wirklich, auf die Brisanz der Situation auch hinzuweisen. Vielen Dank, Herr Kammer.